Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Tomb Raider. Hier in der Rolle von Lara in den Ruinen, wo Skelette und was weiß ich für Menschen, ehemalige Menschen, anwesend waren. Und jetzt suchen wir den Captain Jessop. Oder Jessop, wie man es auch nennen mag. Bestimmt so ein Ami, der uns eigentlich retten wollte. Dieses Grab war jetzt eher so eine Art Zufluchtsort, kurz zu sehen, was hier wirklich ist. Karte aktualisiert. Drücken Sie Tabulator, um Belohnungsorte auf der Karte anzuzeigen. Ja, große Belohnung haben wir jetzt nicht unbedingt hier gefunden. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Das war auch auf jeden Fall ein geiles Jumping-Puzzle. Und jetzt geht's weiter. Hier kann ich natürlich unseren schönen Seilhaken benutzen. Zack. Jawohl, und jetzt nichts wie runter. Hammer. Was für eine Atmosphäre. Unglaublich. Ihr wisst ja, dass wir hier auf einer Insel sind. Hey, da liegt was auf dem Boden. Geocache, Bergdorf, Set aktualisiert. Na toll, auch nicht schlecht. Ja, ihr wisst ja, dass wir hier auf einer Insel sind, die eigentlich überhaupt nicht bewohnt ist, aber hier wohl übernatürliche Kräfte stattfinden. Und wir haben hier normalerweise... Einen Moment. Shit, ich weiß jetzt gar nicht, wo lang ich gehen muss. Oh, Backe. Das kann was werden. Ich glaube, wir müssen hier runter. Was anderes geht's nicht. Shit. Oh oh. Wo soll es lang gehen? Ich kann da ja nicht einfach so rüberspringen. Das kann die Lara nicht. Ich könnte es versuchen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ja, wir sind hier auf einer Insel, wo eigentlich keine Forschungsreise stattfinden werden sollte. Aber ich versuche es jetzt. Wow, wir haben es geschafft. Heiliger Bimbam. Und diese Forschungsreise hat jetzt eher dazu geführt, dass wir unsere Crew verloren haben. Oh, hier sind Eier. Ostereier. Eierwilderin. Vielen Dank. Eierwilderin. Hört sich ein bisschen zweideutig an. Schnell rüber. Okay. Und jetzt muss ich theoretisch hier rüber. Das war wohl richtig jetzt, ne? Ich sag doch, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, dann nichts wie rüber. Und ihr wisst ja, die Lara Croft hat ihr Studium als Archäologin abgeschlossen. Falls ihr es jetzt eingeschaltet habt, ich erwähne es gerne nochmal, weil ich finde, das zeigt so ein bisschen auch, dass man die Story vielleicht so ein wenig nachvollziehen kann. Und das auch Grund ist, warum wir hier ein bisschen Survival spielen. Und auch in vielen Szenen einfach auch total sneaky sind. Tada! Statuen erleuchtet. Okay. Dahin ist auch nochmal ein Punkt für den Seilhaken. Und weiter. Richtig gut. Das macht unglaublich viel Spaß. ...21 Jahre, die alte Dame. Oder soll ich sagen, junge Dame, Lara. Also, wenn ich so alt wäre wie sie, das hätte ich niemals geschafft. Aber hier liegt ein Zettel oder ein Buch auf dem Boden wieder. Antike. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Nie wieder. Finstere Neuigkeiten, das kann was sein. Ihr wisst ja, wir haben jetzt hier auch unsere alten Schriftrollen, beziehungsweise auch unsere Bücher, die wir entdeckt haben, Dokumente unter anderem. Also ein Schnickschnack. Und was ist jetzt? Ah, ich verstehe.
Ist schon komplizierter als Batman, oder? Also ich habe ja auch schon Batman gespielt. Und ich muss sagen, dort ist es eher weniger, dass man da ein bisschen so kniffeln muss. Hier bei unserem Spielchen hier finde ich das schon heftig. Sehr heftig. Okay, jetzt ist das Problem. Ich bin falsch, oder? Ah, ich bin falsch. Ich glaube, ich muss hier runter. Habe ich das dumpfe Gefühl? Einmal kurz runterfallen lassen. Oh, hier sind Ostereier. Toll. Bin ich etwa falsch? Da hinten ist doch eine Wand. Darüber kann ich doch klettern. Shit, kann ich hier nicht hoch? Mach keinen Mist jetzt. Doch, es geht. Zum Glück. Okay, das war's hier. Ich muss darüber. Das machen wir auch. Irgendwie, da ist auch das Rauchfeuer. Vielleicht lebt noch Captain Jessop. Und der Wind ist stark. Shit, ich muss mich beeilen. Oh oh. Komm schon. Shit. Gott, war das knapp. Und ihr wisst ja, dass wir unsere Hacke hier zum Klettern von Ross bekommen haben. Captain Jessop! Wo ist der hin? Das frage ich mich auch, wenn ich ehrlich bin. Nichts ist hier. Weg, verschwunden. Vielleicht wurde er mitgenommen. Von irgendwelchen Soldaten. Ich ziehe schon mal meinen Bogen. Man weiß nie, was passiert. Und Wölfe haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Das ist hier voll heftig, Mann. Wölfe. Unter anderem Hirsche, wilde Kreaturen. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Juhu, Kaninchen. Ich liebe sie. Ich finde das einfach so süß. Ich frage mich auch generell, wie man so Kaninchen töten kann. Also das sind doch so liebe Wesen. Auf was für Ideen man kommen muss, oder? Oder? Sag die Wahrheit. Ah, der ist nicht so gesprächig. Ausgedorrte Schlucht. Heiliger. Was für ein Ort. Und das ist übrigens auch unser Lagerplatz. Das können wir ja auch nochmal benutzen. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel. Der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Oh ja, das stimmt. Der Flugzeugabsturz, der war heftig, sehr heftig. Schmutzige Tricks. Werfen sie ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für ihre Angriffe zu machen. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Axthiebe. Betäuben sie ihre Feinde mit zwei schnellen Hieben mit ihrer Kletteraxt. Shit, kann ich gar nicht benutzen. Das ist ein bisschen schade. So, was ist damit? Das kann ich auch nicht mehr benutzen, aber das kann ich noch meistern. Kämpfer. Mache ich auch mal kurz. Umschalt zum Ausweichen und F, um Feinden Dreck in die Augen zu werfen. Das ist geil. So, dann habe ich ja noch was hier, was ich eigentlich skillen kann. Dann mache ich das mit den Überlebensskills hier, weil ich das irgendwie als wichtig erachte. So, tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Geil. Jetzt leuchten sogar die Tiere. Unser Instinkt.
Ihr wisst ja, dass Lara das auch gut kann. Da hat auch der Ross, der 52-jährige Typ hier, unser Freund aus der Crew, der auch ein Archäologe, gezeigt eigentlich, dass wir da mit eigentlich gut bewusst sind. So, jetzt kann man natürlich Bogen-Upgrades machen. Und zwar würde ich gerne Recurve-Bogen hier skillen. Wo war es denn gleich? Schlüsselringen-Abzug. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Finden Sie zwei weitere Teile, um ein Upgrade freizuschalten. Aktuelle Waffe Recurve-Bogen, ja klar. Komm, machen wir mal eben kurz. Schlüsselring-Abzug, dankeschön. Haben wir jetzt auch noch geskillt. Unser Bogen ist eigentlich relativ stark und ich muss mal ehrlich gesagt unsere Pistole hier stärken, wenn es klappt natürlich. Wir haben ja noch ein bisschen. So, Salvenmodus. Gewährt einen Feuermodus mit 3 Schusssalven. Brauchen wir nicht unbedingt. Rücklaufbremse. Cool, noch präziser. Machen wir auch nochmal. Zack. Plus 2. Schnellfeuermodus. Modifikation am Abzug erhöht die Schussfrequenz. Können wir auch nochmal machen. Ey, jetzt haben wir unsere Pistole richtig gepimpt, Mann. Schaut euch die Pistole an. Das ist ja hammergut. Okay, was ist denn mit einem Gewehr? Gewehr-Upgrades. Das habe ich gar nicht geskillt. Ein größeres Magazin. Ja, könnten wir machen. Dankeschön. So, schnell raus. Das wird langweilig. Okay. Dann wollen wir mal sehen, wie die Party weitergeht. Hier kann ich direkt wieder... Cool, Bergungsgut. So viel eigentlich, oder? Und es ist so dunkel hier. Ich kann mich nur erinnern, dass in Türkei auch solche Höhlen gegeben hat. Aber ohne Ratten oder so. Das war ein bisschen cleaner. Aber das ist schon eine ganz andere Atmosphäre, wenn man in so einer Höhle ist und alles pinkelt. Und mit Pinkeln meine ich jetzt nicht Urin oder so, sondern das Wasser hier. Ist eigentlich schon ganz cool. Vor allem, wenn man so ein bisschen das Indiana Jones Gefühl hat. Dieses Feeling. Wie krass das hier einfach aussieht. Hammer Atmosphäre. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Mega. Sieht schon interessant aus. Ich verstehe gar nicht, warum die meisten eigentlich immer so negativ eingestellt sind zu solchen Kulturen. So ein bisschen entdecken ist ja nichts Schlimmes. Eine Pilgerfahrt. Pilgerfahrt? Muslime oder was? Könnte sein. Wobei das ja auch jetzt Schwachsinn ist, oder? Schnell weiter. Eine Königin. Himiko? Ja, die kennt sich gut aus. Ihr wisst ja, dass Lara auch sehr gerne Bücher liest und deswegen auch sich in Geschichte als auch in Erdkunde eigentlich sehr gut auskennt. Das ist unsere Lara. Eine gebildete Frau. Unglaublich. Captain Jessup? Was ist da bitte hinten los? Da sitzt einer. Ich glaube, das soll sogar Captain Jessup sein. Boah, hier überall Totenköpfe. Ich weiß gar nicht, was er hier zu suchen hat. Captain Jessup? Oh mein Gott. Oh fuck. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Ja,
Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ach du Scheiße. Das wird nix. Müssen wir uns wieder befreien? Eine Befreiungsaktion? Diesmal sind wir nicht in einem Kokon. Diesmal sind wir im Leichenhaus. Katastrophe. Aber richtig Katastrophe. Vielleicht schaffen wir es. Ich weiß zwar nicht, was wir jetzt versuchen. Einfach mal versuchen auszukommen. Komm schon. Ah. Die Wirbelsäule muss dran glauben. Was geht hier vor? Oh Mann, wenn ich diese Köpfe rollen sehe. Das ist einfach so krass gestaltet hier. Super Atmosphäre, super. Richtig krass dargestellt, vor allem mit dem Sumo-Ringer hinter uns. Oh nein! Scheiße. Boah, ein Schneesturm oder was? Kloster an der Schlucht. Unsere aktuelle Position. Oh mein Gott. Wir wollen es wirklich wissen. Heiliger Bimbam. Okay. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Tomb Raider.